Die Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands. Links sieht man auch den einzigen Mast, den es bei der Seilbahn gibt. Dazu Details später. Die erste Etappe unserer Reise zur Zugspitze benutzen wir die Zahnradbahn. Von der Talstation führt sie überwiegend durch Tunnel bis zur Sonnalpin. Sie wurde nach zweijähriger Bauzeit 1930 fertiggestellt und ist bis heute in Betrieb. Então, o sol não é frio não, né? Não. Mas onde a sonne ist eigentlich schön warm. Und jetzt gehen wir erstmal in den Schnee. Okay. Gostou? Tá se desfazendo tudo, ó. É. Mit dem Molle. Und das im Mai. Nein, im Juni. Wir haben heute den 3. Juni. Den 3. Juni. Wie viel ist die denn da? Die zweite Etappe von der Sonnalpin, rechts im Bild oben zu sehen, mit der Gletscherbahn zum Gipfel. O ponto mais alto da montanha da Alemanha. 3.000 metros. 3.000 metros. Não é fantástico? Ó. Hier der Blick vom Gipfel auf die Station Sonnalpin. Jetzt der Blick auf den Eibsee und daneben die Talstation der Seilbahn und rechts hinter dem Berg Garmisch-Partenkirchen. Das Münchner Haus, 1897 erbaut, als erstes Gebäude auf dem Gipfel.
Die dritte Etappe ist die Abfahrt mit der Seilbahn von der Bergstation ganz oben bis zur Talstation. Sie ist 4,4 Kilometer lang und wurde Ende 2017 nach vierjähriger Bauzeit in Betrieb genommen. Sie bewältigt eine Höhendifferenz von fast 2000 Meter. In dem Bereich, in dem wir uns im Augenblick befinden, mit der Seilbahn, ist mit 3,2 Kilometer Länge ohne Stütze das längste Seilbahnspannfeld der Welt. Und noch ein Rekord, der Stahlmast, der jetzt auf uns zukommt, ist 127 Meter hoch und damit der höchste Seilbahnmast der Welt. Eine Fahrt dauert übrigens 10 Minuten und die Geschwindigkeit der Gondel ist dabei 36 Stundenkilometer.